Berlins, höchster Bar der Sphere Bar auf dem Berliner Fernsehturm. Nach umfassenden Umbaumaßnahmen wird heute mit frisch gezapften Bier, leckeren Drinks und Snacks gefeiert. Rund 150 geladene Gäste feierten gestern Abend mit besten Getränke und Blick über Berlin die Wiedereröffnung der Bar im Berliner Fernsehturm. Der ist mit seinen 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands und das zweithöchste öffentlich zugängliche Europas. Heute zelebrieren wir die Neueröffnung der höchsten Bar Deutschlands oder Berlin? Erzählen Sie mir darüber, über diese wunderschöne Bar. Ja, also wir haben uns gedacht, wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen von der Originalgestaltung des Restaurants über uns auf 207 Metern. Wir sind hier auf 203 Metern. Und das war Ende der 60er Jahre, denn auch ganz interessant, als der Fernsehturm eröffnet hat, gab es noch gar keine Bar. Die gab es erst 1996. Und davon haben wir uns so ein bisschen von dem Restaurant von damals inspirieren lassen und haben uns sehr eng mit dem Regionalamt abgestimmt und wollten auch, dass das ins Gesamtkonzept passt und haben so ein bisschen eine gute Mischung geschafft zwischen klassischem Material wie Holz, aber auch Metall und Acryl und wollen hier einfach eine sehr moderne Barkultur wieder schaffen und auch ein Place to be für die Berlinerinnen und Berliner wieder schaffen, um zu sagen, da war ich ewig nicht im Fernsehturm. Und jetzt haben die so eine tolle Bar, hier gehen wir. Was gibt es denn hier so für kulinarische Highlights? Was bekommt man zu trinken? Also wir orientieren uns sehr an regionalen Produkten und haben uns dabei mit der Berliner Brauerei Berle zusammengetan. Wir bieten vier verschiedene Biersorten an, natürlich auch die Berliner Weiße, sehr beliebt und ganz neu und auch vielleicht etwas ungewöhnlich sind Biercocktails. Mhm. Aber ich kann nur wirklich jedem empfehlen, mal ein Bier Royal oder ein Gin Bier zu probieren. Ich kann mich total dafür begeistern und damit wollen wir unsere Gäste erfreuen. Jetzt tut sich unheimlich viel auf dem Fernsehturm. Das ging so vor wenigen Jahren los. Ich habe das Gefühl, es passiert immer mehr. Wohin geht die Reise? Was ist die Idee dahinter? Weil da ist er ja schon viel länger, der Turm. Richtig. Unsere Idee dahinter ist, dass der Fernsehturm nicht nur bei den Touristen beliebt ist, sondern dass auch die Berlinerinnen und Berliner den Fernsehturm wieder für sich entdecken, als ein modernes Ausflugsziel und auch um ihre schöne Stadt mal wieder auf eine andere Art zu sehen und zu erleben. Man kann ja ganz Berlin von hier aus sehen. Ganz Berlin und Brandenburg, so weit. Es kommt immer ein bisschen auf die Wetterlage an, aber bis zu 60 Kilometer kann man gucken. Man sieht also zum Beispiel auch das Tropical Island in der Ferne. Das ist schon eine tolle Sicht. Okay, wer sind denn eure Gäste heute? Ganz verschiedenes Publikum, aber was wir heute, worauf wir ganz besonders stolz sind, sind unsere lokalen Helden. Wir haben uns gedacht, wir laden auch Leute ein, die sich sehr sozial engagieren, die so ein bisschen im Hintergrund sind, aber trotzdem die Stadt und auch die Gesellschaft zusammenhalten. Wir haben also Leute hier von den Straßenkindern e.V., von der Berliner Stadtmission und von dem Tierheim sind auch welche da, die Bahnhofsmission am Zoo. Und wir sind total stolz, dass wir unsere Einladung gefunden haben. Das ist wirklich, wirklich klasse und ich auch danke für die Einladung und jetzt werden wir es erstmal genießen. Ja. Gleich ein Berliner Wein. Genau, viel Spaß. Berlin hat jetzt einen neuen Place to be bei Sonnenuntergang. Sphere Bar in 203 Metern Höhe. Weitere Informationen gibt es unter www.tv-turm.de.